Also, ich bin Vladi und bin ein wohl neu installierter Mod von Dome. Und man hat mich jetzt ein bisschen hier eingeführt, so gezeigt, was es hier so gibt, was die schon gebaut haben. Und ich denke, ich schließe mich hier mal ein bisschen an und probiere so ein bisschen mal hier in Feeds Monster Pack alles auf. Vladi, Vladi. Ja, also Vladi macht jetzt hier so ein bisschen mit, ist ein Kommilitone von mir, haben uns über die Uni kennengelernt. Hab ihm alles so ein bisschen gezeigt, Helen hat hier in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen umgebaut und so und ja. Genau. Gut, erstmal paddeln gehen. Fängt ja gut an hier. Ja, oh nein, jetzt steht im Chat das Ganze, der und der hat sich da und dahin teleportiert und sagen wieder alle, Cheater! Mann. Cheater. So. Was war sonst hier in der Zeit? Hier, Autarchic Gates sind fertig geworden. Hier läuft das jetzt alles so ein bisschen automatischer. Das ist eigentlich ganz nice so. Die Leute haben mir irgendwelche Scheiße hier zugeschmissen. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Ach, das Eier hier und so. Oh lol, ehrlich? Oh lol, was denn? Warte mal, What? Nee, zwei Schaden. Mit der Hand. Was war das? Hast du deine Hand? So. Oh ja, nice. Das ist Johnny Ragots Loot Card. Mit Sharpness 2, Looting 2 verzaubert. Du haust mich mit einem Blatt Papier und es macht Aua. So sieht's aus. Und zur Beschreibung steht da Depicts Face Melting Zombie. Oh ja. Okay. Ja. Cool, muss ich mir einen rahmen. Musst du unbedingt. So, hier ist mittlerweile auch ein Autarchic Gate, in der bringt die Zapplinge dann immer wieder schon mal runter. Das ist eigentlich ganz nice. Da oben habe ich noch eine Ender-Chest hingemacht und ich glaube, das war es jetzt auch an dem, was ich so in der Zwischenzeit Strings erledigt habe. Ich habe nämlich ein Pferd gefunden und wollte das sehr gerne behalten. Oh ja, wo hast du das eigentlich? Was denn? Das Pferd. Papier? Ah, das Pferd, das habe ich hier vorne. Hier. Versteckt ah jo, da. Direkt mit Diamond Armor, ne? Ja, das war so das Erste, was ich bei euch rausgenommen habe. Ja, nice. Also energietechnisch haben wir immer noch Probleme. Ja? Ja. Helen hatte nämlich eben noch da im Nether die Woodpipe durch eine Emerald Pipe da ersetzt, damit da mehr durchgeht, aber irgendwie. Ja, jetzt ist der Ender Tank leer, besser gesagt die Pumpe leer, wo weil. Achso, die Pumpe kriege ich jetzt einfach nicht genug Mega Jewel oder wie? Die Pumpe bringt nicht genügend raus. Vielleicht haben wir hier noch so ein. Na, hier sind normale Gates, dann lasse ich die gerade noch zu Autarchic Gates machen. Ne, können die überhaupt so mitarbeiten? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wir brauchen jetzt eine Redstone Engine, schließen die da auch noch an und dann geht's ab. Na, dann warten wir trotzdem, würde ich sagen, auf ein Geld, weil dann können wir hier eine Engine, oder können wir auch jetzt hier, baue ich einfach eine hier ab und dann setze ich die da noch mit hin. Mach das. Vergiss aber deine Redstone-Fackel nicht. Ja, ich habe einen Lever dabei. Ganzen. Jo. Kompletten Lever. Alter. Richtig krass. Bitte. Oh, hier ist ein Skelett-Spawner, noch nice. Vladi, war es schon im Nether hier? Nee, hab ich mir kannst du, wenn du Bock hast, gerade vorbeikommen, dir das angucken. Oh lol, ich hab ein Name-Tag gefunden. Genau das, was ich eigentlich bauen wollte. Das habe ich jetzt gefunden. So sollte das sein. So, und die Pumpe hier, ja tatsächlich, der zu wenig, dann kann ich wo da noch so... Wo hast du den Castle denn gefunden? In der Nähe von dem Haus, da bin ich zwischen Bäumen. Ich könnte sogar noch eine dran von da aus. In welche Richtung? Ich glaube Richtung den Feldern. Leider keine Strings mehr, das ist echt schade. Warte so. Ein Spinnenbaum. Oh ja, wenn wir hier in der Nähe wären. Jo, wenn ihr einen Spawner findet, sagt unbedingt Bescheid, ne? Wir können die ja hin und her tragen. Das Castle ist ja wirklich recht nah. Ja. Muss ich da gleich wohl auch mal hinkommen? Den haben wir nicht gesehen. Oh man, Dost, wir sind blind. Blick einfach da, wo die Felder sind, Richtung Westen. Und den siehst du dann instant aus der Luft. Yes. Richtung Westen, ja, Sekunde. Welche Etage bist du? Okay, vom Haus aus Richtung Westen, also nach da. Da bist du. Straight nach Westen oder irgendwie Kurve? Straight nach Westen, dann siehst du den. Oh lol, tatsächlich, oh lol. Wie konnten wir das übersehen? Ja gut, es ist nicht so riesig, aber... Ich weiß nicht, wie viel da unterirdisch ist. Guck mal, da ist schon ein Spawner. Genau, hier ist ein Spawner. Eine ganze Menge.
Ein Skeletten-Spawner auch noch. Nice. Ihr habt da ausgeräumt, ne? Nehmt ihr nicht alles mit, so, oder? Warte, hier jetzt noch nicht. Was nee, nicht, wir haben noch nicht alles ausgeräumt, weil so ein Kerl einfach nicht alles mitnimmt. Och man, Feed the Beast, man sammelt alles. Wir müssen nachher barrelweise irgendwelche Rüstungen haben und so. Leute, das sind aber Sachen von euch, die hier alle drin sind, oder? Achso, die oben, die Kiste, das ist meine, glaube ich. Ja, wollte gerade sagen, das ist fast voll die Truhe, ey. Ja, dann ist das meine. Ich werde beklaut, gleich in der ersten Folge. Ey, ich habe Glowstone gefunden. So, als Deko-Teilung. Yay, da kann man richtig coole Lampen draus machen. Oh, da ist tatsächlich ein Spawner. Ein Skelett-Spawner, nice. Haben wir ja gesagt. Kannst du gleich mal mit. Ja, manchmal höre ich nicht so richtig zu, wenn ich gerade begeistert bin. Juhu. Hast du ein bisschen mal begeistert? Oh yes, ich hol schon mal den Spawner rüber. Auf welche Höhe seid ihr da? Oh, Creeper. Höhe 40 bin ich jetzt. Oh, das Jetpack ist so langsam. Will eine Gravity Suit haben. Oh lol. Weil der Server so ein bisschen laggt, kann ich immer, wenn ich den Spawner unter mich halte, kann ich vom Spawner quasi abspringen, so. Aber muss gut getimt sein. Jetzt, da ging's gerade. Jetzt geht's wieder nicht. Oh, da ging's. Lol. Teppich, das. So, jetzt muss ich den Spawner irgendwie platzieren, ohne dass die Blazes mich killen. Oh, Melonensamen habe ich gefunden. Ich hab Melonen gefunden. Echt? Die kann man finden? So als Ganzes? Ja. Nicht ganz. Cool. Ah, okay. So, jetzt habe ich Strings. Jetzt kann ich mir endlich mein Lied bauen. Oh, Blaze. Wir Blaze! Aber wir haben nicht genug Strom für den Harvester oder Grinder oder was? Doch jetzt. Ah, er steht ein bisschen ungünstig, egal. Ah! Ah, diese scheiß Förderbänder! Förderbänder des Todes? Ja. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall dann den Skelett-Loot auch. Was droppen die denn alles? Knochen, Pfeile, Bögen? Eigentlich ziemlich viel sogar, ne? Genau, Pfeile ist ganz gut und Knochen für Knochenmehl kann man eine ordentliche Farm mit ausbauen. Kannst du auf jeden Anfang. War nicht schlecht eigentlich. Karotten! So, wo ist mein Pferd? Wehe, die hat mein Pferd gekillt. Ich hab ein Pferd gegessen. Will doch nie tun. Ich hab Angst. Ich hab ein Journal gefunden bei Raymark. Forced out of our own base. Monsters everywhere. Was such a marvelous home. Bla bla bla. Aha, mit E-Mail-Adresse schön. Müll. Oh, mein Pferd ist noch hier. Wow. So. Dann weg. Pipe kommt hier irgendwo rein. Hört Bretter, was ich wieder alles dabei habe, Zombies. Und wenn jetzt überall Ender-Chests, wo wir welche brauchen? Ne, hier fehlt ein. Ne, doch, da ist ein. Da fehlt nur noch eine. Also, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich hier so ein kleines Häuschen in der Nähe hinbaue. Dass ich da einfach mein Pferd da auch. Einen Stall. Würde ich gerne haben. Einen Stall kannst du ruhig bauen. Okay. Kostet nur 5 Euro. Ich will mir gerne das Grundstück noch kaufen dazu. Mit Mehrwertsteuer. Was? Mit mehr. Boah, also. Haben wir mal Mimichit noch irgendwo? Ellen, weißt du das so zufällig gerade? Mimichit habe ich nichts mehr. Wie, du hast kein Mimichit? Deine Aufgabe, das immer zu farmen, Ellen. Ich bin enttäuscht. Hast du mir nicht gesagt. Jetzt checke ich erst, dass da auch schon eine volle Upgrade Slots. Ach, da können noch 3 Upgrade Slots rein. Noch ein Stuff of Traveling, ey. Kabel, Bretter. Dann kommen da erstmal Upgrades rein. Ach du What? Ich denk mir gerade, der Boden fällt bei mir zu unten gerade weg und dann ist nur Gerhard Krabbe ein bisschen runtergefallen. Was fehlt hier? Stammholz.
Weiß jemand von euch, welche Name-Tags eigentlich aufs Pferd kriegt, dass man die benennen kann oder auf Tiere überhaupt? Keine Ahnung. Aufklicken, glaube ich. Ja, rechtsklick, dann öffne ich irgendwie das. Ne, dann reite ich drauf, genau. Wenn ich Shift halte und rechtsklick, dann öffne ich das Inventar, so gesagt. Und kannst du nicht den, wenn du einen Dog-Tag einfach in der Hand hast, einen Rechtsklick ins Leere oder so und dann benennen oder so was? Nee. Dann weiß ich's nicht. Werde benennen. Haben wir echt kein Mimichid irgendwo rumliegen jetzt so? Nein. Brauch aber Mimichid. Menno! Mach mich jetzt aber ganz unglücklich. Warte mal, wie ist das eigentlich bei unserer Weizenfarm? Funktioniert die schon passend? Nee, die Saplinge gehen noch gar nicht wieder da rein. Ja, dann hast du. Dann habe ich was zu tun, genau. Transportpipe. Komm schon. Direkt vor mir spawnen. Nenn ihr nochmal Itempipes. Was ist da los? Wozu gehe ich nicht? Mein Name steht in den Amboss umbenannt. Hä? Wir gehen ja nochmal Gold. Skelett mit Rüstung. Dann anklickt. Haben wir einen Amboss schon irgendwie hier? Ich glaube, einen Amboss haben wir, ja. Da möchte ich. Lars kommt dahin, die kommen dahin. Einer von euch in der Base ist, sag mal Bescheid, dann können wir uns hinlegen zu zweit. Ja, ich bin auf dem Weg. Wenn ihr einen Amboss in der Base habt, dann nehme ich. Reicht mir kurz aus. Da. So, wir bräuchten das jetzt schön hier. Könnte hier so runtergehen. Okay, ich bin da. Okay, pennen gehen. Welches? Okay, jetzt habe ich das andere. Ja, und jetzt auch so voll No Homo, nicht mehr im Doppelbett, sondern jetzt hat jeder sein eigenes Bett. So, kannst du mir auch gleich zeigen, wo du. Aha, gefunden. Ja, am Boss, genau. Also, wir hatten ursprünglich alles so hier in dem ganzen Haus gleichmäßig verteilt mit Truhen schön an den Rändern, aber dann haben wir irgendwann an die eine Seite da alles voll gemacht mit den Barrels und seitdem alles so ein bisschen umgeordnet. Hast du zufällig 5 XP-Level? Wie XP-Level? Ja, Level. Also Level über, ja klar. Kannst du dann damit einmal mit dem Amboss, ja, wie soll mein Pferd denn heißen? Ach, am Amboss macht man das. Genau. Ah ja, Namecheck. So, jetzt muss ich überlegen, wie ich das nennen will. Wie hast du es jetzt genannt? Fine. Wurde sich gerade so an, dachte ich. Okay, bin mal ein bisschen gut. Kreativ. Wir haben unser Pferd auf YOLO-Pferd getauft. YOLO-Pferd ist das Wahrzeichen. Ja, ist unser Markenzeichen ab jetzt. Okay. YOLO-Pferd Industries. So, ja, mal schauen, ob er das mag. Müsste jetzt eigentlich funktionieren, das YOLO-Pferd sein. Findet den Namen noch bestimmt richtig gut, ey. Nice. YOLO-Pferd. YOLO-Pferd macht doch einfach alle platt im Pferdeduell. Okay, YOLO-Pferd hat eben von 37 Leben bekommen. Jetzt habe ich 37 Maximalleben mit denen. Das ist echt nice. Hey, lol, wodurch kriegen die denn mehr Leben, die Pferde? Ich weiß es nicht, vielleicht wachsen die aus, aber mein Pferd hat jetzt 37, davor nur 27. Interessant. Irgendwas mache ich hier falsch. Okay. Ich glaube, ich baue die Weizenfarm bald um. Das regt mich auf. Wir haben doch da unten die Bärenanlage schon so ein bisschen. Und ein wenig Bären hier unten. Werden die auch schon geerntet? Nee, noch nicht. Ich überlege gerade, ob ich die Weizenfarm nicht abreiße und dann den Harvester dafür nehme. Bei dem Harvester braucht man ja keinen, bei Bären braucht man dann ja keinen Planter. Das ist auch eigentlich ganz nice. Nahrung kriegen wir eh irgendwie immer von überall. Ja, ich glaube, das mache ich. Weg mit dem Dreck hier. Ach lol, jetzt check ich erst, was hier passiert. Sein. Alles ausgeleuchtet. Okay, wir haben sowieso relativ viel Weizen hier schon rumliegen. Dürfte erstmal eine Weile reichen. Echt ganzes Weizen oder schon zu Brot? Ja, nee, Weizen. Aber man kann, ich weiß nicht, ob das früher auch ging, aber man kann mittlerweile aus dem Weizen. Ballen machen, ne? Ballen? Jo, Heuballen. Also Heuballen.
Aus Weizen Heuballen? Das ergibt keinen Sinn. Strohballen ergibt Sinn. Das ist aber echt Haybale. Heißt Haybale denn Heuballen? Weiß ich nicht. Hab ich auch noch nie gemacht. Ich mach mal einen aus Troll. Ich glaube, die sind zur Deko oder auch zum Verfüttern von Pferden da. Also, für die Pferde natürlich. Hast du noch Heuballen und der isst zum Frühstück immer Pferde. Die Heuballen. Ja, jetzt habe ich so einen Heuballen. Nice. Der ist dann Deko, kommt nach draußen. Da, Heuballen. Lol, jetzt wo ich sie sehe, klar. So von Minecraft hier so Hive-Server und sowas. Decken spielen, jo. Wo gebaut hatte ich die noch nie? Ja, auf jeden Fall kann man Weizen zu Weizenmehl machen. Und das kann man dann direkt zu Broten backen. Dann kriegst du aus einem Weizen ein Brot sozusagen raus. Daher haben wir da so relativ viele schon von. So, und die Energie an dem Harvester da unten. Die nicht vielleicht sogar mit Solarteilen und so hin. Also ich habe einen richtig guten Bogen. Infinity hat der auch, also brauche ich nicht mal Pfeile. Echt schön. Macht ein Harvester bei Beeren eigentlich immer nur die Höhe, auf der er ist, oder dann so hoch, wie die Beerenpflanze insgesamt ist? Und man kann die Beeren ja immer weiter stacken mit Knochenmehl. Ausprobieren. Ich glaube, ein Harvester hat eine bestimmte Höhe, die er maximal abernten kann. Das erinnere ich mich bei dem allerersten Vize-Projekt, das wir irgendwie angefangen haben. Da hat er meinen. Ja, genau, diese Riesentrees hat er nur bis zum bestimmten. Genau. Zum bestimmten Höhe abgebaut. Ja, stimmt schon. Die Frage ist, muss man dann. Ich weiß nicht, wie das bei Bären funktioniert. Ich gebe dem gleich einfach mal Strom und guck dann einfach mal.